Du bist wieder bei uns zu Besuch im Vollertest-Studio. Wie geht's dir denn? Ja, also mir geht's blendend, also so gut wie es einem nach dem Grundwehrdienst gehen kann. Ich muss sagen, schon ziemlich zufrieden, dass ich jetzt wieder ins Zivilleben eingegliedert worden bin, jetzt da, wo ich Black Afghan sein kann, weil das ist wahrscheinlich während der Militärdienst bzw. während dem Grundwehrdienst nicht wirklich so einfach möglich gewesen. Ja, na wirklich, sehr zufrieden. Wenn du sagst, es geht wieder zurück zu deinem Rapper-Dasein, gerade fertig mit dem Grundwehrdienst, wie du gesagt hast, was gibt es denn Neues von dir? Auf TikTok gibt es ja immer wieder einen neuen Track oder eine Reaktion. Gibt es bald neue Musik auch? Ja, also die meisten von euch haben ja mitbekommen, dass ich Haftbefehls neuen Eistee promote, nämlich Hafti. Haben wahrscheinlich viele von euch mitbekommen. Das war auch der letzte Track, den ich da gepostet habe vor ein paar Tagen. Die liebe Miriam wird es wahrscheinlich auch einbetten. Also ja, musikalisch geht es wieder voran. War während dem Grundwehrdienst logischerweise ein bisschen schwierig, besonders weil da die Offiziere immer ein bisschen empfindlich sind, was das anbelangt. Aber jetzt geht es wieder weiter wie gewohnt mit qualitativer Black Afghan Leistung. Da darf man sich also als Fan auf neue Tracks freuen. Es gibt aber nicht nur in der Richtung was Neues von dir, sondern du bist auch bald wieder beim Flirten im TV zu sehen. Was kommt denn da auf dich zu? Wie die meisten von euch wissen, ist logischerweise nicht nur Rappen, Pumpen und generell ein Ehrenmann zu sein meine Hobbys, sondern ich bin logischerweise auch sehr dem anderen Geschlecht gegenüber nicht abgeneigt. Und das ist auch der Grund, warum ich bei der 5. Staffel Tinderreisen dabei bin, an einem Ort, also nirgendwo geringeres als in Stockholm, wie wir logischerweise von Pippi Langstrumpf kennen, weil mein Pippi auch oft einen sehr langen Strumpf braucht. Ja, der war jetzt gut. Jetzt hab ich den Hammer mit dem Ding getroffen. Also auch oft mein Pippi einen langen Strumpf braucht. Darum bin ich dort in Skandinavien unterwegs. Und wie wir logischerweise wissen, sind dort die Frauen wunderschön, weil die Wikinger logischerweise nicht die hässlichen Frauen entführt haben. Da müssen wir jetzt vielleicht einblenden, dass das auch bei dir nicht immer ganz ernst gemeint ist, dass das auch ein großes Stück deines Humors Satire ist. Also darf man sich auf deinen TV-Auftritt wieder freuen. Wann wird es denn da gedreht und wann wird es ausgestrahlt? Bist du da schon wieder nervös, wenn es dann wieder vom normalen Leben vor die Kamera geht? Also logischerweise ein Vorteil, den Tinder-Reisen hat, beziehungsweise mein generelles Black Afghan-Dasein, mehr Frauen als in der Armee, beziehungsweise mehr hübsche Frauen in der Armee, beziehungsweise mehr Frauen, die mich nicht zur Schnecke machen, wenn mal die Adjustierung nicht passt, was mich logischerweise sehr freut. Ob ich nervös bin, nicht so nervös wie vom Offiziersstellvertreter, weil er die Rasur kontrolliert. Und ja, bin sehr gespannt auf die nächste Staffel. Nächste Woche, also diese Woche sogar, wird schon angefangen. Also ist mein Abreisen nach Wien und von Wien geht es dann nach Stockholm. Bin wirklich sehr gehypt auf das und hoffe, dass es euch genauso freuen wird wie mich und dass ihr auch eine Vorfreude habt, die ich gerade da an den Tag lege. Bei der ersten Staffel, bei der du dabei warst, da hat es ja mit dir und Marion gefunkt. Bist du wieder gespannt auf neue Flirts? Hast du dir vielleicht den einen oder anderen Spruch schon zurechtgelegt? Wie ist denn generell das Thema bei dir Flirten, besonders dann noch im TV? Also, viele haben mich auch auf Instagram gefragt, beziehungsweise auf TikTok oder mich generell auf der Straße angesprochen. Scheiße, zusammen richtig. Angesprochen. Ist es jetzt eigentlich echt im Fernsehen? Und ich kann euch da vergewissern, es ist nicht nur, es ist mehr als 110%ig echt. Also, die Dates, die ich da erobere, sind genauso echt wie die Körbe, die ich da kassiere. Aber wie wir wissen oder wie ich im Bundeswehr gelernt habe, nicht jede Kugel kann ihr Ziel treffen, aber es reicht ja schon, wenn es einmal getroffen hat. Ja, also wie die Miriam schon gefragt hat, ob ich die Marion auf einer gewissen Weise vermisse. Ja, eigentlich nicht, nein. Also war ein sehr tolles Mädchen, aber jetzt freue ich mich auf Stockholm. Also auf andere wunderschöne Frauen und ja, auch flirttechnisch bin ich ja generell dem anderen Geschlecht gegenüber nicht sehr abgeneigt und die auch nicht mir, weil wer will nicht mit Arnold Schwarzenegger in Persisch zusammen sein, mit so einem tollen Outfit, der sogar Ex-Soldat ist. Als letztes vielleicht noch dein Top-Flirt-Spruch. Also ein klassischer Black Afghan-Spruch, der eigentlich immer geht. Hast du eigentlich eine Landkarte für mich? Weil ich habe mich in deinen Augen verloren. Ha!